Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope Tower of Doom DLC. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut die auf jeden Fall an. Da haben wir einige neue Dinge kennengelernt und einige neue Bugs gesehen. Es war wundervoll und heute stellen wir uns dem Unglücksstern. Und wir kriegen einen zweiten Spark-Platz dafür. Wir müssen Stufe 5 sein. Welche Stufe sind wir? Stufe 5. Ja, easy. Let's go rein da. Wir haben schon die Hälfte. 5 von 10. Und wir müssen Spawny retten. Darauf bin ich das letzte Mal gar nicht eingegangen. Es tut mir leid. Spawny is back. So wie Rücken auf Englisch, guys. Das war irgendwie ein bisschen unerwartet, actually. Weil, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir den nochmal sehen. Aber scheinbar schon. Und wir müssen ihn ja retten. Ich hoffe, es gibt bald einen Patch dafür, dass wir unsere Powerkugeln benutzen können. Weil ich finde, das grenzt schon an Betrug. Dass das nicht funktioniert. Ich komme nicht mehr zurück. Ah, was ein Müll. Wir können aber über Bowie springen. Die Frage ist... Wie ist dieser Kollege so drauf? Das ist ja einer, der uns verfolgt. Aber wie ist der so mental drauf? Okay, er kann nicht sehr weit laufen. Das ist gut. Wunderbar. Ich muss actually überlegen. Ziemlich viel sogar. Als ob er survived. Das ist vielleicht sehr, sehr dumm. Aber man muss ja tryen. Man muss ja hier schon... Er ist down. Nach 20 Jahren. Okay, er ist knapp. Er ist knapp. Und Rabbit Peach kann eigentlich sonst gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir hoffen, dass nichts schief läuft. Hier ist auch noch einer aus... War der aus der zweiten oder dritten Welt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist schon ewig her, seitdem ich das Game aufgenommen habe. Deswegen, es tut mir leid. Okay, so viel Damage macht er gar nicht, wie ich da... Der macht mehr Damage, als ich dachte. Okay. Nein, das ist okay. Weiß nicht, wo ich mich hinstellen muss. Ich muss ja heilen, diese Runde. Ja, cool. What the hell is going on schon wieder hier? Ach, du meine Güte. Hä? Er ist immun gegen Schleim. Ach so. Er ist einfach an sich schon unsterblich. Oh, okay. Hoch mit dir. Peach hat auch ganz gut Leben. Oh, ich hätte direkt neben... Oh, das war dumm. Das war richtig dumm, was ich gemacht habe. Das war richtig schlau, was ich gemacht habe. Weil er läuft jetzt zu uns und nicht zu Rebella. Weiß ich nicht. Auch wenn das hier halt richtig smart wäre, mache ich es erst in der nächsten Runde. Und, okay. Aber er kann mich nicht anvisieren, das heißt, er würde wieder nach oben laufen. Ich muss die Risk taken und hoffen, dass Rabbit Peach auf jeden Fall überlebt. Es wird doch knapp. Ja, ja, nein, nein, in die andere Richtung. Wir reden da nicht drüber. Bro, warum passiert sowas? Ja, Rebella wird raus sein nächste Runde.
Dagegen kann ich halt nichts tun. What the hell ist das schwer auf einmal? By the way, ich spiele auf dem einfachen Modus. Du erreichst mich nicht. Hätte er mich erreicht, tot. Bowie kann nicht mehr laufen. Kann Rebella noch ein Item zünden? Ja. Ah, aber nur gegen... Bro, ich starte das neu. Das war komplett schlecht. Ich starte das neu und wir spielen nochmal bis zu dem Punkt ungefähr hin. Ich glaube, es sieht actually nicht schlecht aus. Er hat noch 400 Leben. Oh, ich kann aber mit niemandem mehr angreifen. Das ist jetzt nicht gut. Also, ganz kurz. Hier steht Rebella. Bowser steht hier vorne. Hat von hinten geballert. Rebel Peach hat es hier hingestellt. Und by the way, wir müssen gar nicht viele Gegner besiegen. Wir müssen nur 5 Runden überleben. Also, sobald wir ihn down haben, wird es hoffentlich einfacher. Ding, mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe bewusst das Dings von Rebella nicht aktiviert. Weil ich mir sicher bin, dass wenn wir das machen und sie angreift, dass wir zweimal angegriffen werden und dann werden wir wieder tot. Not so good. Er geht sowieso nach hinten. Gar kein Problem. Dafür werde ich jetzt all meine Fähigkeiten zusammennehmen. Und versuchen, Hans Fritzke hier rauszunehmen. Komm du nur angelaufen. Kollege. Boah, er würde das halt auch überleben, gell? That's halt not so good. Hoch mit dir. Aber wenn wir schön weit hier wegfliegen. Heilung ist drin, wunderbar. Ne, wenn dann auf ihn. 3 Schüsse, bitte crit. Schade. Und wenn wir jetzt noch von Rebella hier zünden, ist er down. Let's go. So muss das, Guys. So muss das. So, er verlässt uns. War das nicht schön? Wir zünden noch mal ein paar Robo-Koopas, die hier diesen Kollegen aufräumen lassen. Bumm. Er überlebt das? Ja, okay. Ich glaube nicht, dass die jetzt 300 Damage machen. Dann kann ich nämlich... Vielleicht doch. It doesn't look so good. Man hätte vielleicht doch eine Heilung zünden sollen. Ist aber nur eine Vermutung. Na los. What the hell? Warum? Das ist also... Nö, das ist okay. Ich möchte aber befreit sein von Super-Effekten. Was kann mein Spark? Der macht Damage, gell? Ja, interessiert mich nicht. Ich möchte auf jeden Fall immun sein gegen Feuer und so einen Müll. Was passiert? Also das ist der letzte Betrug. Ich spiele, by the way, immer noch auf sehr einfach. Wie? Wie lange muss ich noch aushalten? Oh, das ist meine letzte Runde aushalten. Ja, okay. Okay, das kriege ich vielleicht hin. Mit Luck, mit sehr, sehr, sehr viel Luck. Ich zünd erst mal euch. Ja, hier würde ich insgesamt mehr Schaden machen. Okay. In der Hoffnung, ich überlebe es. Und wenn nicht, dann... tot. Bitte. Nein, hör doch auf. Du triffst mich nicht. Er trifft mich nicht. Er auch nicht.
Seid beide weit genug. Nein, da spawnt noch einer. Der trifft mich auch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das aussieht. Entweder zerbreche ich den Controller oder ich nehme die Switch und schmeiße sie aus dem Fenster. Es macht überhaupt keinen Spaß. Was ein kompletter Müll. Ich hätte mir auch Fähigkeiten kaufen können, wenn das Spiel mir diese Fähigkeitskugeln geben würde. Also das ist... Es ist unfair. Es ist unfair, dass ich durch einen Bug hier einen Mega-Nachteil habe. Mega-Bug. Es ist Schmutz. Und da ist der Win. Das hat auch nicht lange gedauert oder so. Halbe Stunde. Meine Strategie war, Mario zu nehmen und tatsächlich Heilung zu kaufen. Ja, dann springen da halt nicht drüber, ist okay. Ich bin total salty. Es ist kompletter Betrug. Die Powerkugeln sind jetzt auch da. Ich musste einfach nur das Spiel neu starten. Nein, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Hat mega viel Spaß gemacht. Also es ist komplett Betrug. Also falls bei euch die Powerkugeln auch nicht da sein sollten, startet einfach mal kurz das Game neu. Es funktioniert dann. Und wir haben den zweiten Sparkplatz. Ist das nicht schön? Ich hasse dieses Spiel. Ja, ich hasse es. Ja, ich weiß denen auch gleich mal einen zweiten Spark zu. Was ist mit meinem Mikrofon schon wieder los? Gar keinen Bock mehr. Ja. Ich muss halt Randoms zuweisen, weil wir nicht mehr haben. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich würde bitte gerne ein Item benutzen auf Rebella. Ich kann... Ach stimmt, Teamheilung gibt's ja nicht. Wir gehen erstmal bei MC Rabattbot einkaufen. By the way, ich weiß jetzt, was die Karten machen. Dieses Item gewährt dem Anwender und allen Verbündeten Reichweite einen zufälligen Heilungseffekt. Hier machen wir mehr Schaden prozentual und hier haben wir einen Abwehr prozentual. Genau, die gibt's halt zu kaufen. Manchmal billiger, manchmal aber auch nicht billiger. So. Kann er von zwei kaufen. Tue ich das. Man kann nie genug davon haben. So, schauen wir direkt mal kurz hier rein und verteilen ein paar Dinge. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Das ist alles so weird. Die Reichweite erhöhen. Eigentlich ist das der Ray to go. Ja. Bei Bowie. Beim ersten Zug hat ein Spark eine Chance vor 25 ein Item zu verschenken. Lohnt sich, glaube ich, eher nie. Wenn dann eher das hier, aber das kostet halt. Den Robo-Cooper-Schaden erhöhen. Glaube ich, keine schlechte Idee. Und Marius bekommt. Ja, einen Cooldown von der Heldensicht. Komm, macht man nicht viel falsch mit. So, jetzt steppen wir aber ganz normal, als wäre gar nichts passiert. Hier hin und talken mal mit. Hier. Welche Stufe sind wir? Das würde ich gerne wissen. Stufe 6. Safe nehmen wir das linke. Wir würden um 75% geheilt werden nach dem Kampf. Oh, ich hätte eher die Mitte genommen, weil die Mitte sieht tatsächlich am besten aus. Ja, wir nehmen die Mitte. Ich find's cool, dass wir uns hier so ein bisschen ausruhen dürfen. Klar, wir müssen jetzt erstmal damit anfangen, überhaupt uns komplett hochzuheilen. Aber das ist ja kein Problem. Das macht es aber ein bisschen schwerer, das finde ich cool. Auch wenn jetzt das Schwere in dem Spiel sowieso schon sehr in den Vordergrund gerückt ist. Gar kein Stress, da wird einfach einmal eine Heilung drauf gedrückt. Problemlos wird das Ganze hier gelöst. Wir überspringen das, machen einen Dash, machen direkt den zweiten Dash, den wir freigeschalten haben. Ja, den Angriff würde ich aber gerne noch sparen. Auf diesen Gegner hier.
Ach stimmt, die kriegen ja keinen doppelten Schaden. Ah, das war dumm. Ach, ich war noch bei dem Boss, weil der Boss vorher ja mehr Schaden genommen hat. Aber wir können ja noch einfach aus dem Leben dashen, ist doch gar kein Stress. Hier, kommen wir denn raus? Wir könnten ihn natürlich rausnehmen. Oder uns auf... Ist noch gar kein Gegner sonst da? Nee, doch, da hinten. Nee, da hinten komme ich doch niemals hin. Tue ich auch nicht, ja dann... Warte, warte, hier hinstellen, weil wir hier safer sind. Hier hinstellen, damit wir den Typen erreichen. Und die, durch die Explosion aus dem Leben feuern können. Wichtig, wichtig, wichtig. Mario wagt den Jump hier rüber. Macht einen Standard-Teamsprung mit Bowie. Und Mario wagt sich nach hier oben, um einen unheilvollen Dash auszuführen. Und wo ist der andere? Da hinten. Mario haut auch direkt wieder nach unten ab, um den Gegner hier hin zu... Oh, hier ist noch einer. Warum nicht den Double Damage reindrücken? So, nee, was ist das hier? Windstoß. Ja. Nee, brauche ich nicht. Was ich brauche, sind ein paar Robo-Koopas. Von denen kann es nicht genug auf dem Feld geben, Guys. Die fahren hier hoch, die machen Kablam, die machen Damage. Es ist ein Fest. Und in derzeit kann ich mal kurz was trinken. Da ich ja tatsächlich immer noch ein bisschen krank bin. Ach ja. Ich hoffe, das ist bis morgen wieder weg alles. Das wäre sehr, sehr schön. Jetzt nämlich hier schon der zweite Tag, wo ich krank bin. Gar nicht der Geist. Der Geist, der macht es ja sowieso unsichtbar, aber auf ihn hier. That was my intention. Oh, er reached. Er reached, wirklich. Als ob Mario schon in der ersten Runde stirbt. Das ist der Sinn davon, wenn man auf einfach spielt. Das ist ultimativ schwer. Ey, es ist doch... Besiege alle Gegner. Rein da. In euer Gesicht. Ihr müsst es spüren. Ihr müsst es spüren. Ihr müsst leiden, müsst ihr. Ihr habt es nicht anders verdient. Ja. Ihm drücken wir die schwingende Klinge einmal. Nein. Und... War das schon alles? Ach, es sind nur noch zwei Gegner auf dem Feld. Ich habe tatsächlich extrem Angst davor, wie der Final Boss wird. Aber mal gucken. Wir machen keine Stampfattacke mit Bowsager. Nee, tatsächlich nicht. Und auch keine. Das war komplett unnötig. Finde ich super. Nein, es ist klasse. Spawnen wir gleich. One after the other. Bitte lass mich da rüberkommen. Das ist doch nicht euer Ernst. Was ein Müll. Nö, wegen einem Zentimeter erreiche ich den Kollegen nicht. Ja, das ist halt unfair. Dann stehe ich natürlich hier im Radius. Und dann treffe ich ihn nicht mehr. Ah, ich treffe den da oben immerhin ein. Komm. Man muss sich mit allem zufrieden geben. Das passt schon. Schmutz. Komm, blöder Schmutz. Aber er gaint jetzt ordentlich Damage hier. Wham. Wham. Wham, so wie Last Christmas. Wir geben den Zug ab. Na, das ist okay. Ach so, ja. Greif halt zweimal an. Ob,
Das Schlechtes? Nein. Ich weiß nicht, mit wem ich laufe. Mit Bowie. Die Coins sind richtig wertvoll geworden, seitdem ich weiß... dass ich damit auf ganz entspannter Basis mir Heilung kaufen kann, sind die Coins auf einmal das Wichtigste in-game. Ne, wenn dann hier oben nochmal. Ah, okay. 200. Ich hoffe, ich kann mir davon Heilung kaufen. Wir werden so ein bisschen geheilt. So ein bisschen. Das ist okay. Nein, ich habe damit gar kein Problem. Wir bekommen so eine Karte, die man bestimmt mal einsetzen kann. Und den Sniperator und den Mercurer. Die nehmen wir doch auch ganz gediegen mit. Genau. Ich weiß gar nicht, was der Sniperator macht. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Ruft einen verbündeten Sniper mit 300 KP herbei. Ja. Dann hat Rebella jetzt wenigstens auch was Sinnvolles. Und der wird direkt krasser gemacht. Let's go rein da. Mehr Damage. Yeah. Noch mehr Damage. Komm, es kann nicht genug Damage geben. Okay, Oberstufe ist erreicht. Dann füttern wir ihn noch einmal. Was macht er dann? Oh, die Reichweite, wie wir Leute wegballern, wird größer. Das ist vielleicht auch wichtig. Den machen wir mal auf Stufe 3. Den machen wir nicht ganz hoch, sondern nur auf Stufe 3. Haben wir irgendwie... Ja, wir haben Kugeln bekommen, die wir direkt sinnvoll einsetzen sollten. Ich weiß aber nicht, in was. Mehr Leben wären halt krass, gell? Ich habe gemerkt, dass Leben echt low werden können in dem Game. Verlängert die Zeit, die Mario gleitet. Einen krasseren Heldensichtschaden. Kann man nie genug von haben. Ach, und dann lass doch die Reichweite erhöhen. Rein da. So. Bowie, was möchten Sie denn haben? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, bei Bowie sparen wir. Und bei Rebella holen wir... Wäre schon cool, das da, aber das kostet halt auch 4. Ja, dann holen wir gar nichts? Gar nichts. Okay. Bei den anderen brauche ich nichts holen, weil die use ich nicht. Wir haben hier so eine Karte bekommen. Sparks haben wir zugewiesen. Da würde ich sagen, steppen wir jetzt erstmal nochmal zu kurz zu unserem sehr geehrten Freund Rabattbot. Guten Tag. Ich möchte bitte einmal 70 KP kaufen. 2 davon. Und gucken, was uns hier in unserer letzten Schlacht für heute erwartet. Wir haben eine neue Max-Stufe für Sparks freigeschaltet. Schon wieder. Nee. Möchte ich das rechte oder das linke? Also wenn ich das so einschätze, sieht das rechte, da kriegen wir mehr. Aber links werden wir geheilt, deswegen nehmen wir auf jeden Fall links. Den unheilvollen Mond, heißt das so? Ich weiß es nicht. We will see. Und dann werden wir beim nächsten Mal direkt, glaube ich, dann schon fertig machen. Also 3 Videos, ist okay, ist okay. Kommen auch alle 3 hintereinander, vermute ich. mal gucken. Ich muss nur 5 Runden überleben. Mit Mario... der erstmal mit 0 Leben anfängt. Alright. Super. Ja. Yeah. Also, lass uns erstmal ein bisschen umschauen. Wir stehen am anderen Ende von Bogota. Ich würde sagen, Mario... Jetzt sind wir im Radius. Wir sagen, wir schicken erstmal Mario weit, weit nach vorne. Naja, so weit war das irgendwie doch nicht. Ich find's auch krass, dass wir von hier aus... Hä? Wo ist hier ein Gegner? Das ist nur ein Fass. Imagine, da wäre ein Gegner gewesen. Boah, Bowser kommt bis hier hoch. Ja, Bowser. Du regelst das.
Ja, ich wollte eigentlich da hochfliegen. Da wird reingeschossen. Nein, ich hätte auf ihn schießen müssen. Das hätte mehr Damage gemacht. Egal, er ist runtergeflogen. Und dann können wir ihm noch einen Doppelschuss mit Mario reindrücken. Und er ist down. Let's go, so muss das. So, natürlich zündet er auch mit Bowser. Die wunderbaren Rabbit Koopas, die Robo Koopas. Die sich hier ein bisschen um das Gesindel kümmern. Das ich natürlich nicht auf meinem Schlachtfeld haben möchte. Und ach ja, mit Rebella können wir noch Dinge tun. Wir erreichen niemanden. Ihn würde ich nächste Runde spawnen auf jeden Fall. Aber Rebella macht erstmal den Entspannten. Wir gucken natürlich, was der Gegner macht. Ist halt ja wichtig. Also wirklich, hier. Das finde ich richtig gut. Solange sie mich nicht angreifen, bin ich eigentlich zufrieden. Bam. Bam. Wundervoll. Ich möchte bitte zu Rebella wechseln. 5-mal jetzt gedrückt. Bitte, 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 so dass ich an den Block hier kann. Ja, wunderbar. Einmal reinwerfen. Minus eins. Und einmal so einen Sniper-Typen spawnen. Da wir das tatsächlich noch nicht mal aus dem Main-Game kennen. Kann der uns beim Sprung helfen? Schade. Wo sind denn noch Gegner? Nee, Gegner sind aber auch irgendwo, weiß ich nicht wo. Da hinten ist einer. Boah, es wäre zu cool, wenn ich den treffen würde. Aber das ist halt dann eine geschenkte Runde. Hä, da habe ich auch kein Problem mit so an der Stelle. Ein bisschen mentales Vorbereiten auf das, was kommt. Warum nicht? Der Geister, die bewegen sich nicht. Ich glaube, das wäre smart sogar, das zu tun. Wir tryen mal, ob das wirklich so gut funktioniert. Ja, wer weiß, wie viele Gegner da rausgekommen wären. Okay, ich kann nur das treffen. Dann ist ja fein. Einmal hier den Hochbonus mitnehmen. Und rein da. Okidoki. Warum denn nicht? Und warum hat er noch überlebt? Ach. Dafür haben wir aber wundervolle Robo-Koopas, die für uns den Job machen. Ich dachte, die gehen auf das Portal. Geht besser, geht besser. Ja, das wäre erstmal mein Zug. Ich bin relativ zufrieden. Geisteskrank zufrieden, hä? Er ist bisher unser bester Zug. Hä? Alter, also, also, komm, jetzt hier, komm, Geist, let's go. Ich hab's verdient. Ja. Finde ich gut. Die machen halt auch gar nichts. Er kommt. Er hat geschossen. Kommt er auch angelaufen? Nö. Ui, 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 ui. Da unten spawnen Gegner, die mich vielleicht interessieren könnten. Ja, ja, ich schick mal ein paar Robo-Koopas vor. Ja, er macht das schon. Er ist zu easy. Ach, das wäre sogar unnötig gewesen. War jetzt ein bisschen Time-Wasting. Let's go. What a wham. What a wham. Ja, so ein Haraldsson, der nicht mal 2 Zentimeter läuft. Wenigstens läuft er. Er greift auch nicht an. Und er? Ah, komm. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet.
Ja, das ist der Win. Das Geld, das Geld. Als wen laufe ich? Alles nur bitte nicht Mario. Ja. Let's go. Oh, lost, lost, lost. Mario, ich kann Charaktere wechseln. Wie unfair. Ja, okay. Er hat einfach 5-mal durchgewechselt, anstatt bei Mario zu bleiben. Wir haben ja ein bisschen hochgeheilt. Ein bisschen mehr Damage, den wir jetzt machen. Und eine echt gute Ausbeute. Okay. That wasn't so bad. Ja. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir das Ganze finishen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur hoffentlich letzten Folge. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.